bei Zollteilstation Matelz. Marketingchefin wartet mit uns zusammen auf er. Auf wer wartest du? Ganz ehrlich, auf wer? Auf warten auf Julie. Hoi, hoi, hoi. Und du? Auf wer wartest du? Auch auf die Julie. Ja, Mama mia. Und du? Auf die Beat Hefti. Ja, schon. Olympiasieger. Aber hey, wo sind die anderen? Ja, weiss nicht. Ja, hallo? Ja. Gell? Keine Ahnung. Frauen? Was? Ja, dass ihr nicht sparen könnt. Aha, ja, ist immer das Gleiche, ja. Gell? Ja, ja, mühsam. Ja, ist eine Kollegin auch. Dann ist man ein bisschen nervöser, als wenn es ein Sportler ist. Ja, ich weiss. Aber wenn es jetzt schon oben ist? Ja, umso besser. Dann sollten wir vorwärts machen. Bist du Julie? Bist du Julie? Nein, ich bin Julia. Oh je. Ja, das ist aber gut so. Auf wer wartest denn du? Ich warte auf die Julie. Das ist deine Kollegin. Kommt die mal ein Sport? Nein, eigentlich ist sie pünktlich. Aber mal bis jetzt ist sie immer pünktlich. Und jetzt würde mich interessieren, heisst es Julie, Julie oder wie heisst sie? Julie Zock. Julie Zock. Mit Tsch. Auch mit Tsch. Genau. Oh je. So, jetzt wissen wir, wie sie heisst und wer sollte kommen. Aber eben, hier der Trainer, links dort der Christian Rufer, die Lebensgefährtin hier vorne rechts im Bild, der Sohn, die sind alle hier, aber... Ich habe das Gefühl, du verarschst uns alle, gell? Irgendwie. Dass sie gar nicht kommt. Du weißt, aber wenn sie kommt, die ist vielleicht schon oben, hä? Nein, nein. Bist du sicher? Nein. Oh, ich vermute, sie ist oben. Nein, nein, sie ist noch nicht oben. Du hast sie detektiert, hast du gesehen, gell? Nein, eben noch nicht. Könnte sein, dass sie schon oben ist. Ist sie noch ein bisschen geschickt? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist einfach zu spät. Du, Noldi, was ist los? Hast du umgesattelt? Nein, wieso? Ja, sie sehen so professionell aus. Das ist schon unglaublich, was ist los? Machst du einen anderen Sport inzwischen? Ja. Nein, ich war schon immer sehr polysportiv. Aha, gut. Und Ski gefahren bin ich eigentlich immer, ja. Ja, und mangels Schule kommt man jetzt auch ins Gespräch. Mit dem Schwingerkönig, mit dem Noldi-Fahrer oder zum Beispiel mit dem Olympiasieger, mit dem Beat Hefti, der vielleicht Medaillen immer noch nicht hat. Aber dann kommt sie natürlich zuerst. Gratulation von der Marketing-Chefin. Heinz, gratulieren noch, gell? Zu deinem Erfolg oder Erfolgen. Super. Hast du eine Schweizer Karte oder musst du eine Tageskarte haben? Eine Tageskarte. Gut. Danke vielmals. Jetzt tust du noch Leute, die mit dir mitkommen, oder? Sind bist die alle da? Doch, doch, die sind alle schon oben. Die kommen separat? Die sind jetzt alle die sind schon oben? Das sind die, die aufgegangen sind. Okay, dann kommen wir rauf. Also ich weiss nicht, ob der Urs noch kommt. Keine Angst, Urs kommt noch. Das ist ja der Betreuer vom Mikarne-Team. Hast du jemals so hohe Gäste? Oh, oh jemals. Mal. Von Russland nehmen wir auch. Gell? Ja. Mhm. Ja, also ich frage mich immer, die Kollegin gesagt, du weißt, es ist Julie. Ja. Man weiss genau. Nicht, sagt Julie, Juli oder Julie. Julie. Du bist Julie. Jetzt hast du es geschafft, gell? Der Pizzole zwei Zubringer. Wo bist du zuerst? Falsch. Zwangs, aber oben wäre so wieder eine Verbindung, gell? Ja, genau. Ja. Jetzt, gell, da wissen wir alle, die sportlichen Leistungen, die kennen wir alle. Ab 26. Januar Moskau, dann Park City, dann im Februar, dann jetzt in China wieder Silbermedaille. Und nachher wird man überall hergereicht. Zwischen dir, bist du mal noch irgendwie in Hawaii gewesen? Was hast du denn dort eigentlich gemacht? Ja, das war eigentlich unser Plan, dass wir nach der WM auf Hawaii gehen statt heim. Weil ja, ich habe nicht mit einer Goldmedaille gerechnet. Der Traum war natürlich schon immer. Und ja, wir haben einfach gesagt, das ist der einfachere Weg, hinumzufliegen. Weil für den Jetlag, den wir nachher haben, weil sonst hast du irgendwie 16 Stunden Jetlag. Und jetzt haben wir irgendwie 5 Stunden von Hawaii. Und das ist halt viel besser so. Du bist Polymech, gell, gelernte? Genau. Aber du kannst gut dichten. Hawaii statt Hai. Das ist eigentlich gut. Was haben sie denn daheim gesagt? Übrigens, alle wollen wissen, wo bist du daheim. Geboren sind in Wallenstadt, im Skiclub bist du irgendwie gerade am Flumser Berg, dann bist du zum Mels daheim und eigentlich bist du eine Wartauerin, weil die Mama eine Wartau ist. Was bist du jetzt eigentlich? Ja, das weiss man selber. Weiss ich selber nicht so genau. Ja, nein, ja, jetzt wohne ich zum Mels und es gefällt mir dort. Das ist ja, tipptopp. Und hast du das gemerkt? Du hast ja ein bisschen angenommen, der Melser Dialekt. Nein, nein, ich hoffe es nicht. Mal mit uns, ciao. Aber geht die Wartauer sind manchmal tief angefressen, dass die Melser die auf einmal gekabert haben. Ja, es gibt glaube ich schon ein paar, die das nicht so gerne sehen. Aber ist jetzt halt so. Du bist ja ein Ass bei den Junioren, jetzt hast du es natürlich auch bei den anderen geschafft. Also, das geht jetzt so weiter oder hat man irgendwann die Schnauze voll dort in Hawaii oder Zaul? Nein, vor allem in China hast du gesagt, du freust dich jetzt aufs Heiko, also auf die Rennen, die es jetzt so dann noch gibt in der Schweiz. Also hat man irgendwann die Schnauze auch mal voll ein bisschen?
Ja, es ist jetzt halt eine lange Zeit. Wir sind jetzt 1,5 Monate unterwegs gewesen und ich bin davon einen Tag daheim gewesen und nachher wieder einen ganzen Monat weg. Und du siehst halt jeden Tag die gleichen Gesichter und ja, irgendwann bist du einfach froh, wenn du einfach mal andere Leute anschauen kannst, mit anderen Leuten kannst reden und nicht immer nur über Snowboarden kannst diskutieren, sondern auch mal über etwas anderes. Und gell? Ja, das ja. Habe ich mich schon gefreut. Und dann musst du ewig das Zeug mitschleichen, hast du es halt auch wieder einen riesigen Sack dabei. Also, ich habe mich gefragt, das hast du den Proviant mitgenommen? Irgendwie für die Fasnacht, weil du zum Elzen unterwegs bist? Oder was hast du denn da alles da drin? Also, ja, jetzt hier sind Skischuhe, Händchen, Helm, Rückenpanzer, auch was man braucht zum Snowboarden und halt Skihosen, Skijacke, ja. Und du bist sehr eine unkomplizierte Weltmeisterin, gell? Irgendwie, also du machst das alles immer selber, also hast du keine Sherpas, nichts dergleichen, he? Nein. Da kommt er mal noch? Ja, weiss nicht, nein, hoffe nicht. Wir können es gerade ein bisschen ins Dunkel hin, also mit dem Gesicht auch ein bisschen abdunkelt. Meine Frage deutet, glaube ich, auch ein bisschen darauf ein, dass es ein bisschen abdunkelt ist. Und zwar eben insofern, gell, was das Finanzielle betrifft, ist schon in der Schweiz immer noch eine ganz schwierige Geschichte, oder? Aber wenn man ganz gut ist. Ja, also vor allem eben bei unserer Sportart. Wir sind eine Randsportart und es ist schwierig, zum Sponsoren zu finden und solche Leute, die an einem glauben. Und es ist immer cool, wenn es solche gibt, die an einem glauben und einem unterstützen. Glaubst denn du an dich immer oder hast du manchmal auch denkst du mir, oh nein, also bitte? Nein, ich glaube eigentlich schon immer an mich, weil ja, ich trainiere den ganzen Sommer hart für das und ja, habe meine Ziele vor Augen und bin froh, wenn ich sie erreichen kann. Ja. Und der Weltmeistertitel, weißt du, aus taktischen, gerade beim Parallelslalom, ist ja brutal, gell? Also wenn ich so denke, also am Schluss bist du gegen die Ukraine gefahren, hast dann irgendwie immer die blaue Piste bekommen. Kann man das wirklich so einschätzen, dass die blaue schneller war als die rote? Das hat wirklich einen Einfluss, also das ist mehr ein bisschen mental, dass man sagt, oh, die ist schneller und dann fühlt man sich besser, wenn man auf der blauen fährt. Ja, es ist, für mich ist es noch schwierig zu sagen. Ja, am Schluss nach dem Rennen habe ich gesagt, ich wäre jetzt gerne mal die Rote runtergefahren, um zu schauen, ob es wirklich unmöglich war. Aber ja, jetzt dürfen wir immer wählen. Und von dem her habe ich gedacht, ich wechsle nicht die Piste, weil ich genau gewusst, was bei dieser Piste auf mich zukommt und wo ich aufpassen muss. Und, ja. Wo es geht. Und ich habe das Gefühl, du hast Nerven wie Drahtseile. Also Parallelslalom, da kannst du ja echt einfach nicht zuschauen. Das ist ja auch als Zuschauer, ich denke mir auch deine Mama, wenn sie vor dem Fernseher hockt, die sind hypernervös. Also da geht es wirklich, also weißt du, mal bist du die eine vorne, mal die andere vorne, das ist unglaublich. Da brauchst du Nerven wie Drahtseile, gell? Ja, es ist sicher ein Nervenspiel und ja, ich sage immer halt, unser Sport ist 60, also mehr, sicher mehr als 50% spielt sich im Kopf ab und wenn du im Kopf nicht bereit bist, dann kannst du auch kein Rennen gewinnen, weil eben du hast jedes Mal andere Gegnerin und wenn du dich zu fest mit der Gegnerin befasst ist, dann wird es schwierig. Du hast ja natürlich eine Kollegin, gell, in der Schweiz, die ist natürlich auch absolut top. He? Ihr seid Kolleginnen oder Konkurrentinnen? Ja, sicher neben dem Sport Kolleginnen und wenn es dann hart auf hart kommt, Konkurrentinnen. Laufsteg, bitte mal ein bisschen modeln? Nein. Ja, warum nicht? Nein, das ist nicht für mich. Also auch mit 1,60, da wäre doch kein Problem. Ja, eben ein bisschen klein. Nein, also, da würde es drauf ankommen. Also, hast du nicht gedacht, du könntest das auch mal ein bisschen ausnützen? Nein, eher nicht. Oh, also, da müssen wir irgendwie schon mal ein bisschen daran arbeiten, dass die Motivation für das schaffst. Also, da wäre doch mal etwas anderes, also rein verdienstmäßig wäre es mal sicher etwas anderes, oder? Ja, es wäre schon etwas anderes, aber nein, mir gefällt es. Snowboarden. Das ist wirklich gut. Ich tue auch noch ein bisschen Snowboarden. Schlecht, leider. Ich bin inzwischen jetzt nicht mehr auf dem Snowboard gestanden, weil Snowboarden, tut es mir immer, ist wahnsinnig streng. Bei den Ski kannst du viel eher ein bisschen ausruhen und so weiter. Hast du noch nie gedacht, du sattelst auch noch mal um? Ist für dich Snowboard einfach nach wie vor das Topgerät? Also ich habe ja angefangen mit Skifahren und eben irgendwann darum. Habe ich auch gewechselt und jetzt, wenn ich Zeit habe, Freizeit habe, gehe ich lieber gerne auf die Ski und nicht auf Snowboard. Ich bin eben froh, gell? Wenn ich das mal in die Ecke stellen kann. Ja. Und es ist ja wirklich streng, gell? Es ist einfach streng. Also man kann sich nie ausruhen, wenn man top will fahren, man kann schnell will fahren, man kann sich nie ausruhen, man ist immer dran. Also mit dem Skifahren strenger als Snowboarden. Aber ich bin es mir halt gewöhnt zum Snowboarden. Und du brauchst halt auch ganz andere Muskeln zum Snowboarden, weil du halt asymmetrisch bist. Ja, eben. Im Ski ist alles halt symmetrisch. Eben. Also das ist manchmal so ein Liftfahren mit dem asymmetrischen Ding, gar nicht so kommen, einfach. Ja. Und dann eben, du liest dann wirklich in dieser Kurve, du liest ja voll im Schnee rein. Und wenn du den Schwung nicht mitnehmen kannst, dann bleibst du liegen. Also da kommst du gerne nicht mehr rauf. Also das ist ja Gleichgewichtsübung par excellence.
Ja, nicht unbedingt. Es kommt einfach auf die gute Position drauf an. Wenn der Körpermittelpunkt immer stimmt und schön über dem Brett bleibt, dann ist es eigentlich einfach. Ja, ich merke schon. Alles ist einfach, wenn man es könnte. Oh je, meine, ja. Gut. Das ist so. Und jetzt hast du aber, sobald du einmal da im März die Rennen vorbei hast, oder? Dann steigst du dann am Schluss noch auf die Ski, zum Beispiel. Ja, ich hoffe, es kommt schon früher dazu. Das habe ich jetzt wirklich noch nie Zeit gehabt, um Skifahren. Sonst bin ich immer etwa 3-4 Mal im Jahr gewesen. Und ja, jetzt haben wir noch 2 Wochen in Rennen. Dann haben wir eine Woche Pause und ich hoffe, in dieser Woche Pause kann ich dann mal auf die Ski. Was wäre so dein grösster Wunsch, nebst dem, dass du vielleicht mal in der Bandline sitzen und nicht so einen Reporter dich noch Löcher fragen, 20 Minuten da rauf. Was wäre so dein grösster Wunsch? Ich bin eigentlich momentan wunschlos glücklich und bin froh, dass ich daheim bin und wieder mal gut zu essen kann. Also daheim in der Weite mit der Mama, gell? Wie? Daheim in der Weite mit der Mama? Nein, bei mir daheim. Aber hin und wieder auch in der Weite mit der Mama? Ja, genau. Also teilst du auf. Also die Wartauer müssen nicht eifersüchtig sein, die Menschen sind speziell stolz und die Pflunzer dürfen nach wie vor noch auf die Zähne. Ja, genau. Genau. In diesem Fall, ja, weiterhin viel Erfolg. Was sind noch die sportlichen Ziele für diese Saison? Ja, jetzt haben wir noch 2 Weltcuprennen. Genau. Und momentan führe ich das Slalomwertig. Und es wäre natürlich schon ein grosser Traum, wenn ich jetzt noch wieder einmal könnte Kristallkugeln gewinnen könnte. Und ja, jetzt mal schauen. Ich gebe sicher jetzt immer mein Bestes. Am Wochenende sind noch die Schweizer Meisterschaft. Ich bin schon lange nicht mehr Schweizer Meisterin geworden. Und ja, es wäre schön, wieder mal Schweizer Meisterin zu werden. Der Beruf Polymech, das ist in weiter Ferne. Ja, ich habe jetzt vor etwa 2-3 Jahren eine Ausbildung abgeschlossen als Personal Trainerin und ich bin jetzt dort eher am Arbeiten, also auf dem Polymech-Beruf, obwohl es mich sehr reizen, wieder zurück, einfach so ein paar Wochen arbeiten, mal ja, wieder mit anderen Leuten und ja. Personal Trainerin, also das heisst, da könnte man dich buchen? Ja. Auch Kind? Ja. Auch Ältere? Ja. Wow, ja, also gut, das ist ein Rand, also... Ja, also wahrscheinlich hast du jetzt vielleicht je nach Erfolg noch nicht immer Zeit, aber ja. Genau, ja, es ist im Winter ist es relativ schwierig, aber durch den Sommer durch ist glaube ich cool, noch etwas anderes zu machen. Jetzt eine allerletzte Frage. Bist du schon einmal hier oben auf Badiel? Ja, ja. Aha, gut. Dann hättest du also gewusst, dass hier ein zweiter Zubringer in Ragaz, gell? Ja, das ist ein purer Zufall. Definitiv. Ich habe einfach die E-Mail nicht genau gelesen und letztes Mal sind wir auf der anderen Seite auf und ja, ich einfach gedacht, ja, gehen wir dort her. Ich habe nur geschaut, Viertel vor 10 Uhr, gut. Genau. Und am Nachmittag bist du jetzt wild mit den Kindern unterwegs, gell, irgendwie? Ja, also ich weiss selber noch nicht genau, ja, was läuft. Auch nicht. Und morgen Abend gibt es einen Empfang in Melzen. Genau, genau. In dem Fall, ja, viel Erfolg. Ja, danke vielmals. Danke. Ja, und dann sind wir angekommen im Restaurant Edelweiss, wo eben die Pressekonferenz stattgefunden hat. Der links mit der gelben Jacke, das ist übrigens der Urs, Betreuer vom Migarne-Team. Nachdem denn er auch dort war, ich glaube, er war ja zwangszuerst, und seine Julie gefunden hat, übrigens eben, glaube ich, eine Neuerwerbung bei dem Migarne-Team, ja, da der Klaus Nussbaumer, die Leute vom Pizol, natürlich eine riesige Freude und Julie zmitzdien. Also, nachdem dann eben die Julie da war und der Betreuer vom Migarne-Team, der Urs, hat der Urs dann halt müssen die anderen Leute von seinem Migarne-Team suchen. Er hat gesagt, er sei Heilpädagoge früher. Also, er hat das ein bisschen im Griff, dass da seine Boys wieder weg sind. Ich habe die Aussicht genossen, meine, in dem Restaurant Edelweiss, im Panorama-Restaurant Edelweiss auf Badiel, da kann man ja locker auch einmal die Seelbaum ein bisschen rausschauen. Ich glaube, das tut auch der Julie gut, das habe ich sichtlich gemerkt. Das ist ein riesiger Stress, ein Druck. Ständig und immer wird sie von irgendjemandem angegangen und ständig und immer hat sie ihre Verpflichtungen. Ja, natürlich sind andere Fernseher da gewesen, TVO. Und dann, ja, habe ich gedacht, was mache ich jetzt beim Warten? Ja, ich habe den Verwaltungsratspräsidenten gefragt. Markus, was ist das so für ein Gefühl, wenn so eine Skifahrerin hier im Edelweiss im Pizol oben ist? Stolz. Stolz? Stolz. Natürlich primär auf die sportliche Leistung von der Julie, oder? Aber dass der Klaus das auch geschafft hat, das Kopfsponsoring mit ihr zu machen, das ist natürlich hervorragend. Und gell, da spielt es keine Rolle, wenn der Pizol 2 Zubringer hat und man das kann verwechseln und Julie jetzt hat sie erst zwangsgewartet. Ja, Julie weiss, dass es ein grosses Skigebiet ist und sie hat sich natürlich nicht nehmen lassen, beide Seiten schnell anschauen zu gehen. Oder?
Und wir beide steigen nachher gerade auf Snowboard, oder? Wir steigen rum. Absolut, absolut. Gut. Ich habe natürlich Snowboard-Vergangenheit, muss man wissen. Oder? Eben, darum meine ich ja. Genau. Warum hast du eigentlich umgesattelt? Das habe ich schon lange gefragt. Ich habe eine Rückenoperation gehabt. Ja. Und dann, ich bin ziemlich schnell gefahren, nicht so schnell wie die Schule natürlich. Ja. Aber dann habe ich Schiss bekommen. Aha. Und dann bin ich wieder auf zwei Sachen umgestiegen. Ja, ja gut, das müssen wir mal also so hinkriegen, dass ihr beide drauf sind. Also, ja, also es ist wirklich ist super, gell? Quasi der erste Termin offiziell in der Heimat spielt sich da in Pizzola. Ganz genau, ganz genau. Also das Zentrum von der Snowboard-Szene ist heute Pizzola. Was bedeutet das jetzt für dich? Ja, einmal eine riesengroße Freude, dass die Schüler da oben mit uns als Sponsor so einen grossen Erfolg feiern können hat. Gell? Das heisst mit Antworten, aber wir beten tun lieber ein bisschen zuschauen und ein bisschen hören, was sie sagt, als mit ihr auf Ski gehen und mit ihr konkurrenzieren, oder? Ja, meinst du, dass wir so unsportlich sind? Oh! Ah ja, nein, du nicht, gell? Fährst du Snowboard? Oh, ich bin früher viel Snowboard gefahren. Oh. Ich bin ganz früh von der Ski umgestiegen auf Snowboard und dann habe ich aber ganz eine ähnliche Karriere gehabt. Wie Julie? Nein, wie der Markus. Ach so? Ja. Wenn ich so eine Karriere hätte, wie die Schule, denn das wäre natürlich auch eine große Freude, selbstverständlich mit dem gleichen Kopfsponsor. Nein, ich habe dann auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gekriegt und bin dann auch wieder auf Ski umgestiegen. Und irgendwie ist es interessant, obwohl das Material immer besser wird, wird meine Fahrerei immer langsamer. Oh, da haben wir etwas gemeinsam. He? Ja. Ist doch schön, wenn wir etwas gemeinsam haben. Ja, gemeinsam haben wir gehabt, dass wir alle auf die Vollständigkeit vom Migarne-Team gewartet haben. Aber es ist natürlich lässig, in den Mädelwistinen sich dort zu verpflegen, Frühstück einzunehmen. Wirklich super. Und ich habe mich mit dem Trainer von der Julie unterhalten. Und du hast gesagt, ob ich dir etwas fragen muss oder ob du dir Zeit erzählen. Bist du ein lustiger Trainer? Ja, nicht immer. Nicht immer? Manchmal vertreibt es nicht, manchmal muss ich ernst sein. Aber das Mentale ist wichtig, ja, natürlich. Das ist immer wichtig, ja. Das gehört immer zum Gesamtkonzept. Wie siehst du Julie? Wenn ich sie sehe? Ja. Ich sehe sie nicht oft, aber wenn ich sie sehe, hat sie Brillen an, Helm auf dem Kopf und man ist meistens voll mit Begeisterung am Snowboarden. Sie ist engagiert, gell? Sie ist auch ehrgeizig. Sehr engagiert und ehrgeizig. Nervenstark. Ja, durch den Ehrgeiz bringt sich das mit, dass sie einfach keine Sachen manchmal machen kann, die vielleicht für uns von außen nicht sicher sind, dass es möglich ist, aber sie mit ihrer Willensstärke bringt es dann durch. Hat sie auch einen Mentalcoach? Ja, das müsstest du sie selber fragen. Ja, das habe ich schon gefragt. Also wir, natürlich als Trainer immer ein Teil, oder? Also als Trainer haben wir immer das ganze Package. Genau. Und manchmal hat man mental eben Einfluss, manchmal haben wir auf der technischen Ebene Einfluss. Und so gehört das auch dazu, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich hier im Edelweiss begrüßen. Es freut mich, dass wir so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind, um heute das erste Mediengespräch zu machen mit der Weltmeisterin Julie Zock. Ihr gratulieren wir natürlich von Seite der Pizzolbahner ganz recht herzlich zu dem großen Erfolg, nicht nur zur Weltmeisterschaft, sondern natürlich auch zu den anderen großen Erfolgen im Weltcup. Da wirklich sensationell. Und dann hat es ein Mediengespräch geleitet, eben vom Urs, der verantwortlich ist für das Team Migarne. Und dann hat er gerade mal den Trainer begrüßt, wer er bestens kennt. Weißt du, er ist ja der Trainer und bei ihm muss man ja sagen, er war schon der Trainer in Zeiten, wo die Familie Schach, Mäuli, Iselin und was alles gegeben hat, war er ja da schon Trainer gewesen. Ich habe ihn mit der Julie das erste Mal getroffen im Tanz Boden oben. Eben an Kappel, wo er mit denen trainiert hat. Dann hat es ja auch ein bisschen Bass gegeben. Und für ihn gibt es jetzt, er hört ja jetzt dann. Also für ihn gibt es noch auswendig gesagt, ist in zwei Wochen noch Schulz. Und nachher noch Winterberg. Und dann ist es zu Ende und dann wird der Schulpräsident von eben nach Kappel. Das ist auch noch eine lustige Kombination. Jetzt, sie hat eben gesagt, wie darfst du mal charakterisieren für uns? Du kannst auch raus, gell? Du kannst auch raus. Ich gehe so kein Problem, ich kann nur noch zwei Rennen. Oder? Du musst ja nicht am Anfang von unserer Zusammenarbeit, wirklich, wir sind schon lange miteinander unterwegs. Julie und ich. Und ich habe Julie miterlebt, wie sie gekommen ist, als junge Athletin. Und was mir sofort aufgefallen ist, die will einfach. Die will. Und wenn man ja heutzutage Talentfindungen macht, oder, tut man ja alles austesten. Alle Werte, Konditionen und was die für Voraussetzungen hat und was sie schon alles mitbringt. Und dann schaut man da, welche Athleten haben die bestmögliche Chance für die Zukunft. Und sie ist das Paradebeispiel, dass man eigentlich noch viel mehr austesten sollte.
wie gross ist das Wollen? Also wie fest will jemand das und will sich für diesen Weg entscheiden und für den Erfolg? Weil der Erfolg kostet immer etwas und extrem viel und da braucht es einfach immer einen starken Willen und das sind Voraussetzungen, gerne zu entscheiden. Und Juli ist für mich ein Paradebeispiel, einfach was Wille bedeutet und wenn es halt dann nicht läuft, an dem festzuhalten. Und das ist ihre grosse Auszeichnung und ihre Charakterstärke. War dann wahrscheinlich auch jemand zu Meinungsunterschied geführt hat, wahrscheinlich, wenn sie kommt und du hast ja andere Vorstellungen wahrscheinlich wie sie, oder? Zeitweise. Das ist genau so, weil immer die grösste Stärke ist auch die grösste Schwäche. Und wenn jemand etwas unbedingt will, oder, dann sieht es manchmal nicht so ein, wenn jemand eine andere Idee hat. Und die Schule ist sicher eine, die man manchmal auch lernen muss, dass es manchmal wehtut, wenn es nicht so geht, wie sie sich das vorstellt. Und wenn man mit dem Kopf durch die Wand geht, tut es manchmal weh. Aber das ist ein Lernen und sie hat gut darin gelernt. Und wie man sieht, immer wieder gelernt, was muss ich weiterhin machen mit meinem Willen und was muss ich vielleicht lassen. Aber du sagst es richtig, das führt zu Reibungspunkten, aber Reibungspunkte sind ja nicht negativ. Siehst du dich auch als Botschafter ja, vor im Sport? Du hast vorher gesagt, ich konzentriere mich mehr auf mich, aber... Ja, das ist sicher so. Eben jetzt auch als Weltmeisterin oder eben dann eben zum Beispiel als Olympiasieger oder so. Wir sind halt ein bisschen Figuren von unserem Sport momentan. Weil auch die Jochen nicht mehr sind. Früher war die Jochen ein grosses Wort und wenn man gesagt hat, man macht es gleich wie Simon und Philo Schoch, hat jeder genau gewusst, was man macht. Und ja, das ist jetzt halt, ja, die kennt man jetzt nicht mehr so bei den heutigen Jungen. Und ja, es wäre cool, wenn wieder jemand so viel könnte erreichen und so grosse Figur wird in unserem Sport in der Schweiz, ja, dass man mehr Anerkennung hat und dass die Leute auch wissen, was Snowboard Alpin ist. Wüsstest du denn schon, wer da könnte sein? Ja, ich zum Beispiel. das sehe ich schon auch in die Richtung, oder? Also, es muss ja irgendwie in die Richtung irgendjemand gehen. Ja, bei ihnen ist es halt so, gell? Sie sind zwei Brüder und sie sind beide erfolgreich gewesen. Sie haben sich immer abgewechselt und nachher hat man einfach gewusst, wer sie sind. Und so, ja. Sicher nicht einfach in so Fußstapfen reinzutreten. Was erwartest du denn jetzt vom Gesamten, vom Umfeld, vor allem jetzt, wenn du Weltmeister bist? Ändert sich denn etwas? Oder sollte sich etwas? Nein, ich hoffe es nicht. Weil ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und ja, jetzt auch einen Titel gewonnen. Und ja. Ja, aber von der Resonanz, so wie man da begegnet, sollte sich eigentlich schon etwas ändern. Ne? Und jetzt, wenn man rausgeht, müsste man eigentlich sagen, das ist die schöne Zock, das ist die Weltmeister, das man muss. Aha, oder? Den Effekt müsste jetzt eigentlich auch probieren wir noch. Ja, ist gut. In diesem Bereich sollte schon etwas passieren, oder? Ja, ich denke schon, aber es ist halt. Ich denke gerade in der Schweiz, es ist so schwierig. Ich war gestern zum Beispiel im GOB und statt die Leute, dass sie dich ansprechen, schauen sie zuerst mal so an und wenn du sie anschaust, schauen sie gerade weg. Und wenn du wieder die andere Richtung schaust, es ist einfach so speziell. Und wenn du zum Beispiel in Amerika bist, ich meine, da kannst du mit irgendwelchen wildfremden Leuten auf dem Lift sein. Es fängt sicher, bei jeder Liftfahrt fängt einer an mit dir schnorren und fragt, was machst du da? Und in der Schweiz ist einfach noch so ein bisschen so, oh, ich traue mich jetzt nicht zu fragen, hey, bist jetzt du die oder, ja, und das ist sicher schwierig hier in der Schweiz. Das muss sich ändern. Aber wir haben ja ihr gezeigt, dass mit der Schweiz auch sehr schnell auf sie zugeht. Ja, und das ist eben dann der Vertrag vom Kopfsponsoring. Dem sagt man, glaube ich, so. Und ihr seht, sie ist schon eine richtige Geschäftsfrau. Schaut mal die Mimik an, wenn sie den Vertrag unterschreibt. Und natürlich die beiden, der Klaus Nussbaumer links und der Markus Oppliger, eine riesige Freude. Kopfsponsoring bei Zoll, bei der Weltmeisterin, bei der Julie Zock, die jetzt in Gang hineingestanden ist. Und dann hat man gewartet und gewartet und gewartet. Ich weiss nicht, auf was genau. Sie auf jeden Fall lächelt immer, ist immer gut aufgelegt und ist da natürlich jetzt auch voll ausgestattet eben mit Snowboard, mit der Werbung, mit Helm und ihr seht Goldmedaille. Natürlich, die glänzt über alles raus. Und ihr seht, dann trüllt sich manchmal dies und jene da noch um. Also so ganz gross ist der Bekanntheitsgrad noch nicht, aber wir natürlich sind gespannt gewesen, was jetzt auf uns zukommt. Es hat ja geheißen, sie täte auch noch so ein paar Schwünge machen am Hang da oben, paar Diel. Edelweiss, ein super Panorama, ein Restaurant, natürlich ein Haufen Zoom-Gäste, die da schauen, dann gross und klein. Und dann, in der Tat, ist sie rausgekommen, die Männer hinter ihren Herren. Und natürlich ist sie ganz klar, sie ist auf uns zugekommen. Eier biegen ab.
Die anderen sind abgebogen. Ja gut, okay. Wieder einmal mehr Männer einen eigenen Weg genommen. Dann ist Julie dort eingewiesen worden, wo sie her müssen. Alle anderen sind dann hinten an und dann Fotografen. Fotografen, Fotografen und nochmal Fotografen und macht das und jedes. So, ist das eine Silbermedaille von China? Ja. Fast verwünscht, sie hat selber geschaut, ob sie die falsche Medaille verwünscht hat. Ja, wer so viele Medaillen hat in so kurzer Zeit, der muss vielleicht manchmal wirklich studieren, ob er jetzt die richtige Medaille dabei hat. Fotografen, das ist ja eine Story für sich. Bis die einmal zufrieden sind, drehen dort her, machen das, dies, jenes, nein, heben dran, bleiben noch ein bisschen, oh nein, noch mal ein bisschen Bild. Oh je, meine, das geht. Du, Klaus, kannst du deine Medaille anders zeigen? Ja, die eine da oben. Ah, okay. Okay. Wobei, da muss man vielleicht sagen, also die Medaille für Klaus war sicher die Julie Zock, die er eben hätte für das Kopfsponsoring gewinnen können. Und immer und überall der Urs Fumi Garne, der genau gesagt hat, wer wo auf welches Bild kommt. Ja, das ist natürlich wichtig. Sponsoring ist ganz eindeutig wichtig. Gut. Und dann sind die Fotografen dann langsam zufrieden gewesen. Ein wunderbares Tagli. Dann ist Julie mit ihren Männern aufgefahren und dann haben wir darauf gewartet und gesehen, Julie da beim Abfahren. Und der Luther Männer hat gesagt, das verwirrt sie. Sie sind doch gerne da gewöhnt unter so vielen Männern und wir müssen dann schauen, wenn dann sie zum Schwung ansetzt, hat sie gerade eine gewisse Unsicherheit. Ja, das hängt eben damit zusammen. Unter so vielen Männern sind sie sich das gar nicht gewöhnt. Edelweiss Panorama Restaurant, natürlich ein Haufen Zuschauer. Zuschauerinnen, Zuschauer, natürlich ein unglaubliches Tägli, ein unglaubliches Gelände und ein super Restaurant, da müsst ihr auf jeden Fall einmal rauf, auf Partier. Und dann ist Julie losgegangen. Und sie sieht, da denkt jetzt, hoffentlich geht sie nicht noch um, eben, das hängt alles bei den Männern. Und dann ist sie runtergeschwungen. Und das hier, das täuscht, das ist unglaublich schwierig, um so etwas in so kurzer Zeit so herzukriegen. Perfekt. Julie, wir können nur sagen, mach weiter so. Beste Botschafterin für die Schweiz, für unsere Region.